Hallo und herzlich willkommen aus dem Woods. Also wer sich wundert, wir haben schon was zu trinken. Cheers. Entschuldigt die Verspätung, wir haben gerade schon mal den ersten Drink gemacht. Es gab ein paar technische Probleme, aber wir wiederholen das Ganze jetzt einfach nochmal. Hat den kleinen Vorteil oder Nachteil, je nachdem, dass wir jetzt schon was zu trinken haben. Deswegen trotzdem herzlich willkommen aus dem Woods hier, jetzt auch live und jetzt auch online. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind wie immer jede Woche mit dem Programm On Air hier für euch zu Hause da. Und wie immer ist auch der Marc dabei, wie ihr gerade schon gesehen habt. Und Matthias ist wieder an der Kamera unterwegs und im Chat beantwortet René gerne eure Fragen. Ja, es gab ein paar Probleme. Ihr merkt halt, es ist alles live hier, deswegen ist das, passiert das manchmal. Ich hoffe, ihr musstet nicht zu lange warten. Deswegen erzähle ich jetzt auch gar nicht zu viel, sondern wir können erstmal direkt mit dem ersten Cocktail starten. Und zwar dem Americano. Americano ist jetzt kein Kaffeegetränk, das schmeckt auch wunderbar und trinke ich sehr gerne. Hier ist es ein wunderbarer Cocktail, der denkbar einfach zu machen ist, trotzdem schon ganz viel Geschichte hat und wunderbar schmeckt. Ein klassischer Aperitif-Cocktail, mit dem wir jetzt anfangen. Ihr braucht dazu zum einen ein niedriges Glas, einen Tumbler, wo ihr euren Cocktail direkt drin mixen könnt. Ich nehme jetzt mal eine bisschen Variante, woraus ich gerade schon getrunken habe, ist mein Marmeladenglas. Jetzt nehmen wir mal ein schönes, rundes Old Fashioned Glas, auch ein Tumbler. Und zwar, dann kommt dazu roter Wermut, ein Bitterlikör, in dem Fall Campari. Und, nein, kein Gin, wer den Negroni kennt, erkennt da vielleicht eine Gemeinsamkeit, etwas Sodawasser. Ihr könnt zu Hause natürlich auch Sprudelwasser nehmen oder einen anderen Wermut oder einen anderen Bitterlikör, aber das sind so die drei Basiszutaten, die ich verwende. Und wenn ihr eine Box geholt habt mit, zum Mitmixen, habt ihr auch die Cocktail, die Zutaten jetzt da drin. Übrigens, wer das später anschaut, die Boxen könnt ihr natürlich auch nachträglich noch ordern und das Ganze einfach zu Hause nachmixen, wenn ihr nicht einkaufen wollt. Ja, beim Americano gibt es im Grundsätzlichen zwei Herangehensweisen, ob man das Ganze eher kräftig macht, mehr an den Negroni orientiert, wobei kräftig hier ein relativer Begriff ist. Wir haben zwei likörartige Getränke drin und so viel Alkohol ist auf jeden Fall nicht dabei. Man kann das Ganze aber auch noch mal entspannter, noch mal leichter machen mit einem höheren Soda-Anteil. Die kräftige Variante, an dem Negroni orientiert, wäre in gleichen Teilen roter Wermut, Campari und Sodawasser. Wir machen jetzt hier nach dem Rezept, wie es auch in der Box steht und online, eine eher spritzige, leichtere Variante mit 40 Milliliter rotem Wermut, 40 Milliliter Campari und 80 Milliliter Sodawasser. Ihr müsst heute mal gut zuhören, denn meine Bauchbeschreibungen haben leider auch ein paar technische Probleme und daher alles heute mal mündlich, aber im Wesentlichen steht ja auch alles im Text hier drunter oder auf eurer Beschreibung in der Box. Daher, ihr dürft bei diesem Cocktail die Zutaten einfach direkt ins Glas geben. Nehmt dazu einen Messbecher, ein Pinnchen oder im besten Fall ein Barmaß, mit dem ihr euch an die Verhältnisse orientieren könnt. Und einfach alles direkt ins Glas gibt. Jeweils 40 Milliliter Campari und roter Wermut. Und bei der leichten spritzigen Variante 80 Milliliter Sodawasser. Damit ist mein Glas auch schon ziemlich voll. Das habe ich übrigens hier auch schon im Glas. Aber ja, muss ich noch mehr trinken gleich. Tatsächlich gefällt mir das sehr, sehr gut, dass wir schon mal einen hier vorbereitet haben. Und ich glaube, das machen wir jetzt immer so. Wollte ich gerade sagen, beim Zuschauen kann ich direkt schon ein bisschen nippen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir machen einfach den Stream einmal testweise und dann nochmal live. Ganz genau, aber das nächste Mal fangen wir ein bisschen früher an damit. Ja. So, das Ganze verrührt man jetzt leicht im Glas, wobei ihr nicht kräftig rühren müsst. Ihr müsst da auch keinen Rührlöffel für nehmen. Theoretisch geht der einfache Teelöffel auch dafür. Wir wollen das Ganze nur die Zutaten ein bisschen vermengen und trotzdem nicht zu viel Sprudel rausrühren. Deswegen kein kräftiges Rühren, sondern nur leicht verrühren.
Wenn da noch Platz im Glas bleibt, ergänzt gerne nochmal ein, zwei Eiswürfel, die sich durch die Zutaten, die wir raufgegossen haben, eben ein bisschen verteilt haben und so. Das passt noch. Je mehr Eiswürfel nämlich drin sind, desto langsamer schmilzt das. Und desto besser wird der Drink kalt gehalten und verwässert nicht zu sehr. So, fertig ist an sich unser schöner, leichter Americano. Ihr könnt dem Ganzen jetzt noch ein i-Tüpfelchen geben. Und zwar, ihr habt, wenn ihr eine Box habt, eh eine Zitrone dabei. Wenn ihr eingekauft habt, richtig, hoffentlich auch. Und wenn ihr nicht zu fleißig wart und schon gepresst habt, dann habt ihr die jetzt noch in einem Stück und könnt ein Stückchen von der Haut abschneiden. Nennt man dann Zitronenzeste. Nehmt dazu am besten einen Kartoffelschäler. Im Zweifel geht das auch mit einem Messer, ist aber ein bisschen schwieriger. Bitte aufpassen, dabei nicht in die Finger schneiden. Schält euch ein Stück der Haut ab. Und dann bitte die Außenseite der Zitrone zum Glas halten. Hier sind so kleine, feine Kammern drin. Man sieht das leider auf dem Bild nicht wirklich. Gegen das Licht gehalten würde man es sehen. Diese Kammern haben ätherische Öle, die wir ausdrücken möchten über dem Glas. Und damit die Öle quasi als Geschmack nur auf den Cocktail legen. Man kann das Ganze mit der Zeste dann auch noch einreiben. Und hätten wir nicht nur Bild und Ton, sondern auch Geruch, würde man merken, dass jetzt schon alles ganz schön frisch nach Zitrone riecht. Deswegen ein wunderbarer Nebeneffekt. Das Ganze kann man auch noch mit ins Glas tun. Ein bisschen Garde schneiden ist immer schön. Da stehen die Flaschen für Matze im Weg. Sorry. Aber ja, ja. Dann haben wir es zumindest fürs Bild einmal auch gerade geschnitten hier. So, und fertig ist der Americano. Das Ganze geht auch gut mit einer Orangenzeste. Ich finde aber gerade beim Americano passt dieses leicht frischere nochmal deutlich besser. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich würde sagen, Matthias, der ist jetzt für dich. Endlich mal drei Cocktails gemacht. Ja. Prost. Prost. Sehr gut. Wir hoffen, es schmeckt bei euch zu Hause auch. Ja. Und dass ihr sozusagen jetzt unseren dritten Americano auch direkt mitmachen konntet. Ich kann euch verraten, wenn ihr schon gerade die Zitrone aufgeschnitten und vielleicht abgezestet habt, kriegt ihr es mit. Aber der Laden hier riecht ganz fantastisch nach Zitrone aktuell. Und das ist natürlich dem Getränk noch mehr zuträglich. Und Simon, ich glaube, wir haben ein kleines Spezial heute vor, ne? Wenn das gleich hinhaut. Ja, ich würde sagen, wir warten nur noch zwei Minuten. Ich wollte nämlich eine kleine Geschichtsstunde noch hinterherpacken zum Americano. Also eigentlich hieß das Ganze nicht Americano, sondern, jetzt, das muss ich nachgucken, Milano Turin. Ich habe es nicht so mit Mailand und so. Das sind nämlich die beiden Orte, wo die Basiszutaten, also roter Wermut, in dem Fall Cinzano, herkommen. Und eben Campari. Und so hieß das Getränk ganz lange. Erst in der Prohibition, wo die Amerikaner so den Americano für sich entdeckt haben, also diesen Milano-Turin-Cocktail, wurde das Ganze dann irgendwann umgetauft im ja, Americano halt, wie man sich das so vorstellen kann. Deswegen ein wunderbarer, leichter Aperitif-Cocktail, der tatsächlich älter ist als der Negroni, wie man vielleicht gar nicht denken mag. Spannend. Also ich hatte ja, glaube ich, schon mal vermittelt, dass ein Old Fashioned und vor allem ein Negroni so ungefähr meine beiden Lieblingscocktails auch sind. Vielleicht können wir das mal ein bisschen in Verhältnis stellen, weil die Zutaten sind ja eigentlich die gleichen für die Grundausstattung des Negronis auch, nur die Verhältnisse sind eben anders. Was macht den Drink von der Charakteristik aus im Verhältnis zum Negroni? Also für mich ist er auf jeden Fall ein bisschen leichter und ein bisschen weniger bitter, aber ich denke, da steckt wahrscheinlich noch mehr hinter. Also diese Leichtigkeit ist es wirklich den was diesen Americano ausmacht. Es ist auch nicht viel Alkohol hier. Also wir reden hier über eine Weinschorle, kann man so sagen, vom Vergleich vielleicht. Und wir haben zwar diese interessanten, sehr fruchtigen Noten, tiefen und leicht bitteren Noten, die ein Negroni auch hat, aber wir haben nicht die Schwere. Es fehlt auch ein bisschen der Würze. Also was der Gin sonst mitbringt, ist vor allem diese Wacholdernote, was Würziges, so tiefe, diese Ecken und Kanten. Die haben wir aber wiederum im Soda wieder ein bisschen aufgegriffen. Also eigentlich haben wir ein relativ ähnliches Trinkgefühl. Das Ganze ist nur viel spritziger und leichter. Deswegen gerade, wenn es heiß ist draußen und die Sonne einem auf den Kopf knallt, sage ich mal, ist das eine wunderbare Alternative. Ja, so viel zum Americano, würde ich sagen. Wer dazu Fragen hat, gerne Fragen stellen. Ich schiele gleich mal rüber zu Marc, ob irgendwas im Chat aufkam. Es finde ich gerade so für den Sommer halt eine wunderbare Alternative auch zu gerade dem beliebten Aperol Spritz und Co. Das Ganze geht übrigens auch mit, anstatt mit Soda aufgegossen, mit Champagner oder Sekt aufgegossen, hat dann einen unaussprechlichen Namens
Spaghiato oder so. Das kann bestimmt irgendwer besser. Ich würde sagen, Instagram Challenge, wer das besser sagen kann, einmal aufnehmen und uns schicken. Und da machen wir was draus. Ich bin sehr gespannt. Das machen wir jetzt jede Woche. Ja, ich suche mir besonders komplizierte Namen aus, die ich selber nicht aussprechen kann. Ja, wir hatten eine Besonderheit diese Woche. Wir zurzeit dürfen und können wir noch nicht aufmachen hier den Laden. Wir sind sehr klein und wir haben selber da unsere Bedenken, mal ganz abgesehen davon, ob das gerade zulässig ist oder nicht, auf dem kleinen Raum hier einen normalen Betrieb zu machen. Auch wenn wir uns das sehr, sehr wünschen, euch bald wieder hier als Gäste begrüßen zu können und vor allem sehr viele Cocktails wieder live mixen zu können, war das bisher nicht möglich. Wir haben allerdings arbeiten weiter dran, das Ganze vielleicht draußen zu machen und hatten auch gestern zum ersten Mal seit langem die Möglichkeit und das schöne Wetter genutzt und haben euch einige Cocktails to go, also außer Haus, gemixt. Es hat sehr guten Anklang gehabt, wir freuen uns super, dass so viele dabei waren und wir werden das Ganze auf jeden Fall wiederholen. Datum steht noch nicht fest, aber bleibt da einfach dabei und wir sind dann auch bald live dabei. Für den Moment gucken wir uns jetzt einmal an, was die Nachbarn so machen. Und zwar sind wir nicht die Einzigen, die To-Go machen. Die lieben Nachbarn von Friesen machen das auch schon öfter in den letzten Wochen. Und zwar 4 Tage die Woche gibt es da deren tolle Cocktails an der Haustür abzuholen. Und wir haben uns heute überlegt, damit wir nicht alles selber machen, gehen wir einmal rüber zu denen und gucken uns da an, was es da Leckeres gibt. Natürlich nur mit Maske. Okay. Ich muss entschuldigen, wenn es zwischendrin ein bisschen knarscht, das Bild nicht mehr ganz so gut ist. Wir haben das getestet mit WLAN und Co. Es müsste eigentlich reichen, aber wenn es ein bisschen knarscht, wir sind auch so schnell wieder für euch da. Deswegen, unsere Nachbarn können auch schon wieder aufmachen, ein bisschen Betrieb zumindest. Wir gehen jetzt erstmal rüber zum Friesen, 3 Hausnummern weiter ungefähr und gucken, ob wir da einen leckeren Cocktail kriegen. Hallihallo. Wie geht's euch? Ja. Live, ich gebe euch ab, sonst hört man euch leider quasi gar nicht. Hallo? Ja. Angekündigt, dass wir uns hier in der Cocktail abholen kommen. Drüben haben wir gerade den ersten gemacht. Verzögerung. Was kannst du uns denn empfehlen? Ja, da es heute sehr heiß ist, würde ich euch was Fruchtiges empfehlen. Unser Lillet Jolie mit ein bisschen Lillet, dazu eine Grapefruit-Limonade, frische Limette. Schön spritzig, kluftig. Klingt sehr gut. Americano, den wir gerade hatten. Perfekt. Dann würde ich sagen, Rock'n'Roll. Alles klar. Erzählen, was ihr da so reinmacht? Wie das zusammen. Jetzt macht der Chris ein bisschen Lille Rosé rein. 5cl. Ja, ran. 5cl Lille. Jetzt schneidet der Chris ein bisschen Limetten. Alles frisch hier? Alles frisch, genau. Sehr cool. Ein bisschen Salz. Kann nicht vergessen. Eis. Ganz leckere Limonade. Die haben wir auch in der Bar. Und last but not least, Minze, Aroma. Cheers. Cheers. Vielen Dank, ihr Lieben. Wann kann man die Drinks bei euch bekommen hier? Mittwoch bis Samstag von 16 bis 22 Uhr. Und in 2 Wochen wieder Dienstag bis Samstag rund um die Uhr. Sehr cool. Ihr macht schon mal einen Schritt voran und dürft schon wieder öffnen. Euer Laden ist ja auch deutlich größer als bei uns und mehr Platz da. Ein wenig, ja. Gut, ich genieße den drüben. Mit Maske ist das ein bisschen schwierig. Außerdem muss man ja, glaube ich, 25 Meter Abstand halten. Das ist korrekt. Deswegen vielen Dank für den Drink. Ich bezahle mal später. Sehr gerne. Und schönen Abend euch noch. Euch auch. Ciao. So, wir gehen wieder rüber. Ich hoffe, man hat uns gehört und verstanden. Marc wartet schon mit dem WLAN auf uns. Das musst du gleich einmal in die Kamera einnehmen. Sehr gut.
Wir dachten, so habt ihr auch ein bisschen mehr Zeit, euren Americano zu genießen. Und ich darf hier noch... Ach, ich bin mal nicht so, ich teile den gleich auf 3 Gläser auf. Dann können alle mittrinken. So, da wir jetzt wieder drin sind, befreie ich mich einmal kurz von meiner Maske. Ich hoffe, das mit dem Mikro hat nicht zu sehr gestört. Ja, ich dachte, wir nutzen die Zeit ein bisschen und gehen mal zu den Nachbarn rüber, die auch wunderbare Getränke machen. Und wie ihr gerade gehört habt, auch in circa 2 Wochen wieder aufmachen. Da ist es sehr weitläufig und etwas einfacher, alles umzusetzen. Den Drink verteile ich jetzt einmal auf 3 Gläser, damit Matthias und Marc das auch schön probieren können. Mache ich den schönen Drink ein bisschen kaputt hier, aber... Pink ist er auf jeden Fall. Das ist jetzt Pink Grapefruit Limonade. Ah, ja. Also im Gegensatz zu der, die wir vor 2 Wochen zum Beispiel bei der Paloma Box benutzt haben, mit einer weißen Grapefruit ist die ein bisschen fruchtiger, hat was mehr Orangiges und ist auch ein bisschen süßer. Und dazu eben Lillet in der Basis, den Rosé-Lillet, ein bisschen Salz und Limette ist drin, also was schön fruchtig, spritzig, leicht ist. Zum Wohl nochmal hier. Zum Wohl, Prosit. Auf das Friesen. Oh ja, sehr lecker. Das stelle ich mir für später noch beiseite. Ich habe ja mehr Zeit zum Trinken zwischendurch. Sehr gut, ja. Vielleicht nutze ich jetzt die Gelegenheit noch kurz und schiebe mal zu Marc rüber, ob irgendwelche Fragen aufgekommen sind zwischendrin zum Americano oder generell soweit bisher, die ich beantworten kann hier. Tatsächlich sind keine weiteren Fragen im Chat gelandet. Ich habe gerade auch nochmal einen kleinen Aufruf gemacht. Der René ist ja auch direkt im Chat und sofort für euch da. Und sozusagen mit ein kleines bisschen Verzögerung, also nicht die 10 Minuten, die wir am Anfang des Streams hatten, kann der Simon auch direkt hier live auf eure Fragen eingehen. Wir hatten lange überlegt, ob wir das Ganze live machen oder ob wir das irgendwie aufzeichnen oder ähnliches. Und wir freuen uns, dass wir es live machen können. Normalerweise komplett ohne Fehler und ohne Probleme selbstverständlich. Und freuen uns umso mehr, wenn ihr das auch nutzt und uns gerne eure Fragen, so abwegig sie auch sein müssen, ob der vielleicht Lateinamericano oder sonst wie heißen hätte können, vielleicht immer her damit. Wenn da Prohibition gewesen wäre, vielleicht. Das könnte sein. Manchmal wissen wir die Antwort nicht, aber manchmal können wir euch direkt eine Antwort geben oder werden es ausfinden oder werden das zusammen entwickeln. Und manchmal raten wir auch einfach gut. Ganz genau. Ja, nicht nur live, sondern auch im Nachhinein könnt ihr das Ganze natürlich auf Drin geblieben weiter angucken oder euch auf unserem YouTube-Kanal angucken und auch gerne im Nachhinein, wie gesagt, die Boxen dazu holen, wenn ihr möchtet und uns damit natürlich auch ein bisschen unterstützen. Wer Lust hat und gerade zu Hause mixt, das sage ich auch immer wieder gerne, macht gerne davon Bilder, postet das oder schickt es uns einfach. Wir freuen uns, so auch ein bisschen Teil davon zu sein, von diesem Cocktailkurs, der irgendwie einer ist, aber irgendwie auch nicht. Und ein bisschen von dem Gefühl, was wir sonst in der Bar haben, auch wieder zurückzubekommen. Ich würde sagen, dann gehen wir langsam weiter zum nächsten Drink. Und zwar geht es weiter mit einem schönen Klassiker, dem Gimlet. Tatsächlich ausnahmsweise mal nicht als Klassiker in der International Bartender Association aufgeführten Liste, sondern da fällt er tatsächlich weg und irgendwie trotzdem ein Drink, den ganz viele schon mal gelesen haben. Bevorzugt wird der Gimlet genannt, weil ja Gin drin ist, aber Gimlet heißt er und hat auch gar nicht so viel mit Gin zu tun eigentlich. Mehr zur Geschichte würde ich sagen, gibt es wieder im Nachhinein. Es geht erstmal ans Mixen. Und zwar wird jetzt geshaked. Nutzt dazu gerne einen Shaker, wenn ihr so einen Cocktailshaker zu Hause habt, aus 2 Metallteilen, aus Glas und Metall. Einen dreiteiligen Shaker wie den hier vom lieben Wieso-Prüfungsamt. Liebe Grüße nochmal, falls jemand zuguckt. oder eben ein Marmeladenglas benutzt oder sowas, was ihr zu Hause habt. Dann ein eher großes Glas und einen Deckel, den man gut schließen kann. Was auch immer gut geht, ist der Boardshaker oder einfach eine Tupperdose. Spätestens das hat eigentlich jeder zu Hause. Spätestens von Mama, weil also hunderte Tupperdosen oder so. Wichtig ist, dass ihr ein bisschen Platz im Shaker habt und den Deckel gut zumachen könnt. Weil ich es hier habe, nehme ich meinen Cocktail-Shaker. Wer das schon mehrfach mitmacht, vielleicht lohnt es sich langsam auch einen zu kaufen. Da kann ich das Belle Boost übrigens sehr empfehlen. Ja. Wenn ihr im Shaker arbeitet, alles bitte ins kleine Teil packen. Wenn ihr in einer Tupperdose arbeitet, habt ihr nur ein Teil. An Zutaten brauchen wir für den Gimlet.
Eigentlich nur zwei. Und zwar Cordial. Sieht man jetzt nicht viel. Der ist selber gemacht, deswegen in einer neutralen Flasche. Ganz bekannt ist allerdings, ich habe jetzt vergessen, ihn hochzuholen, von Roses, so eine grüne Flasche Lime Cordial. Ich kann sehr empfehlen. Guckt euch ein Video an, bald kommt das von uns auch online, wie man Cordial selber macht, oder googelt mal ein bisschen, bevor ihr ein Produkt da kauft. Nehmt euch gerne ein bisschen Zeit, das selber frisch gemachte ist auf jeden Fall viel, viel besser und sehr zu empfehlen. Dazu braucht ihr außerdem Gin. Und an sich sind das die beiden wichtigen und eigentlich auch einzigen Zutaten für ein Cordial. Der selbstgemachte Cordial hier, den ihr auch habt, wenn ihr die Box geholt habt, ist allerdings relativ süß, deswegen werden wir noch ein bisschen Limette ergänzen. Die habe ich diesmal schon vorgepresst. Ja, das sind die einzigen Zutaten. Das Rezept ist dementsprechend denkbar einfach. Und zwar, wir brauchen 50 ml vom Gin und 20 ml vom Cordial. Auch da variieren die Rezepte sehr. Wenn man nach einer Fernsehserie geht, ist es in gleichen Teilen, was dann unglaublich süß sein muss. Wenn man nach vielen Rezepten geht, ist es etwa 2:1. Ich bin da eher ein bisschen auf der kräftigeren Seite, zumal wir noch ein bisschen vom Limettensaft ergänzen werden. Und zwar werde ich 10 ml vom Limettensaft noch dazugeben. Das Ganze wird kräftig geshakt und ohne Eis in ein Glas serviert. Ihr könnt dazu gerne eine Cocktailschale verwenden, wenn ihr sowas zu Hause habt. Was auch gut geht, ist eine kleine Kaffeetasse. Wo habe ich meine Lieblingstasse versteckt? Finde ich gleich noch. Eine kleine Kaffeetasse. Ich habe hier meine Lieblingskaffeetasse. Oder eben ein kleines Weinglas oder sowas in der Art. Ich mache direkt zwei. Man trinkt ja nicht alleine. Als ob wir noch keine Getränke hier hätten. Genau. Wir sollten das nicht on-air nennen, sondern wie werde ich professioneller Trinker. Richtig. Und dann nehme ich 10 ml von meinem Limettensaft. ml vom Cordial. Entweder selber gemacht oder den ihr in der Box habt oder im Zweifel den gekauften von Roses oder anderen Marken. Ich muss sagen, ich kenne keine andere, ehrlich gesagt. Und 50 ml vom Gin. Wenn ihr selber eingekauft habt, den Gin von zu Hause benutzt oder so, ihr könnt natürlich das verwenden, das gilt eigentlich immer, was euch gut schmeckt. Ich bin immer Freund davon, gerade bei einem Gimlet einen Gin zu nehmen, der nicht zu viele fremde Aromen mitbringt, sondern sich sehr auf Wacholder und diese kräftigen, leicht zitrushaltigen Noten konzentriert, damit die auch noch in dem Gimlet jetzt gut durchkommen. Das sind meine Basiszutaten. Die muss ich jetzt nur noch kräftig shaken. Den Deckel drauf. Gucken, dass das Ganze gut zu ist. Im Zweifel einmal testen. Und einmal kräftig shaken. Jetzt wird's laut. Wenn ihr zu Hause habt, nehmt gerne einen Barsieb, um das Ganze jetzt vom Eis zu trennen. Einfach so reinlegen oder manche sind auch zum Draufsetzen gedacht. Und ab ins Glas. Was wir nicht wollen und hier gerade passiert ist, es ist so ein kleines Stück Eis mit ins Glas gefallen. Deswegen sollte man das Barsieb sehr sauber draufhalten oder im besten Fall noch ein Teesieb dazu nehmen und durch das Teesieb einschütten. Jetzt hat nicht jeder dieses Equipment zu Hause. Ist auch gar nicht schlimm. Ich mache hier Lärm. Wenn ihr einen Shaker habt oder sowas, könnt ihr auch, ist nicht ganz so schön gesehen in der Bar, das kleine Teil in das große Teil stellen, sozusagen auf das Eis, und dann so ausgießen. Und ihr könnt das meiste vom Eis auch fernhalten, wenn ihr noch ein Teesieb dazu nehmt, auch alles. Wenn ihr mit Tupperdose oder Marmeladenglas gearbeitet habt, da kann man auch einfach den Deckel leicht schräg oben drauf halten und das meiste vom Eis fernhalten. Wir wollen nämlich nicht, dass dieser Drink jetzt, nachdem der einmal auf Trinktemperatur runtergekühlt ist und genug Schmelzwasser bekommen hat, wollen wir eigentlich nicht, dass da noch mehr Wasser hinzukommt und das Ganze dann laff wird, kann man einfach sagen. Ich würde sagen, ja, wer muss noch fahren?
Heute nicht mehr. Ja, mal, dann kriegst du den Großen. Ich nehme den Großen, alles klar. Ich fahre natürlich auch nicht mehr. Zum Wohl, Marc. Zum Wohl. Prosit. Und zum Wohl an euch zu Hause. Cheers. Der Simon hatte das gerade in dem Nebensatz erwähnt, dass wir hier zu professionellen Trinkern werden. Tatsächlich ist es so, wir opfern uns selbstverständlich dafür, dass ihr hier das maximale Geschmackserlebnis bekommt. Aber ihr dürft euch den Stream natürlich auch als Video on Demand hier bei drin geblieben oder auch auf YouTube zum Beispiel anschauen und in eurem Tempo trinken vor allem. Und vielleicht ist es heute nur einer und vielleicht morgen der andere und vielleicht von jedem auch nur die Hälfte oder im Zweifel auch alle in 1,5 Stunden. Wir trinken natürlich nicht alle aus, ganz am Ende vielleicht nach unserer Nachbesprechung. Aber lasst euch nicht hetzen. Also nehmt euch so viel Zeit, genau, wie ihr möchtet. Es geht hier vor allem um Genuss. Und wir freuen uns, wenn ihr uns im Kopf behaltet mit diesem köstlichen Getränk an euren Lippen. Trinkt in Maßen und natürlich auch nur, wenn ihr dürft. Und wenn ihr etwas wollt, schreibt uns einfach an. Auch da gibt es eigentlich immer eine passende Alternative zu. Der Cordial ist eh ohne Alkohol. Und zwar übrigens eine sehr spannende Zutat ohne Alkohol. Und da hätte man sicherlich auch was Schönes finden können, was eben mit wenig oder gar keinem Alkohol geht. Die sogenannten alkoholfreien Spirituosen sind gerade eh ein bisschen auf dem Vormarsch. Und ja, es gibt auch alkoholfreien Gin schon. Ihr könnt euch aber auch selber gerne einen Tee kochen und so das Ganze ein bisschen kompensieren. Simon, kannst du denn nochmal ganz generell erzählen, was ein Cordial ist, was den ausmacht? Also du hast das jetzt ja so ein bisschen dazu erzählt, auch dass er von Roses zum Beispiel kommt, ist auch die einzige Marke, die mir einfällt, vielleicht dürfen wir deswegen Werbung machen. Aber wo kommt das Ganze genau her? Warum ist das was Besonderes? Ja. Wieso benutzt man das nicht bei allen Sachen oder warum wird es überhaupt verwendet? Ja, Cordial ist so eine ganz spannende Mischung zwischen Säure und Süße. Es ist aber nicht einfach nur ein süß und sauer Mix, wie man das manchmal gerne verpönt auch hat, sondern irgendwie was Besonderes. Man erkennt eine gute Bar oft daran, ob ein guter, selbstgemachter Cordial verwendet wird oder beim Gimlet einfach etwas Zuckersirup und Limettensaft mit Gin zusammengeschüttet wird. Das ist dann ein Gin Sour. Ein richtiger Gimlet wird eben mit einem Cordial gemacht. Ein Cordial hat in der Regel, ist schon in die Kategorie der Sirupe in etwa einzuordnen, ist irgendwo aber auch ein Likör ohne Alkohol. In der Regel hat er weniger Süße, also einen geringeren Zuckeranteil. Wer schon mal zugeschaut hat, weiß, wir machen unseren Zuckersirup mit 2 Teilen Zucker und 1 Teil Wasser. Weniger Süße, aber bei dem Cordial habe ich jetzt etwa 1:1 gearbeitet. Und dazu kommt noch was ganz Entscheidendes. Wir haben frischen Limettensaft mit in den Sirup, in den Cordial verkocht und ganz viel mit Zesten gearbeitet. Die Zesten von der Limette in dem Fall bringen neben dieser starken, fruchtigen Note, die auch der Saft hat, nochmal ein ganz, ganz tiefes Aroma mit und vor allem auch eine leichte Bitternote mit. Also das ist wirklich Würze pur, kann man fast sagen. So. Da gibt es ganz viele Arten, das Ganze zu verarbeiten. Die bekannteste und ich finde auch effizienteste ist Oleozuckerose, was einfach ein Zuckeröl übersetzt heißt, glaube ich. Aber im Prinzip ist es Zesten, die ja das Öl, was wir eben im ersten Drink auch schon ein bisschen gesehen haben, beinhalten, mit Zucker eingelegt, sodass der Zucker das Öl rauszieht und sich eine ganz dickflüssige, super intensive Flüssigkeit daraus bildet, mit der man eben den Cordial ansetzt. Dazu gibt es bald auf jeden Fall ein kleines Video von uns bei YouTube, ist schon in der Mache und da zeigen wir euch mal, wie wir unseren Cordial herstellen und wer so lange nicht warten kann, findet da bestimmt auch schöne Rezepte online. Das ist so das Wesentliche zum Cordial, was ein Cordial ausmacht eigentlich. Man kann, wenn man es ganz vereinfacht machen möchte, auch in den Sirup, den man gekocht hat, mit einem Teil Limettensaft, danach noch Zesten einlegen. Das sollte man nicht bei einer zu hohen Temperatur machen, weil es sonst ganz schnell sehr beißend wird und sehr, sehr bitter wird. Aber auch das ist eine Möglichkeit, diese Öle mit in den Cordial zu bringen. Ja, das zur Herstellung, aber ich wollte auch noch 2, 3 Sätze sagen, kurz, was, wo das Ganze eigentlich herkommt. Gimlet an sich, aber auch der Cordial ist irgendwie eine Erfindung der Royal Navy, wie das so oft ist. Wie der Navy Strands rum und sowas und ganz viel aus den Zeiten kommt, wo die britische Marine die halbe Welt umsegelt hat, sage ich mal, ist auch der Gimlet aus der Zeit dort. Und zwar wurde Cordial im 19. Jahrhundert erfunden, also in den 1860er Jahren in etwa, fing man an,
das Trinkwasser zu konservieren, indem man dort Zucker reintut. Und das Skorbut, wie das so ist, also eine Mangelernährungserkrankung ist das, mehr weiß ich dazu auch nicht, sehr verbreitet war, gerade auf See, war es immer gut, wenn man Vitamin C zu sich nahm, in Form von Zitrussäuren. Also hat man diesem gesüßten Wasser auch noch Zitrussäure dazu getan, Limetten in der Regel, die man ja in Übersee gut bekam. Und so wurde Cordial entwickelt im Prinzip. Ja, und irgendwer, man weiß nicht so genau, kam dann auf die Idee, da Gin hinzuzutun. Vermutlich war es zuerst sogar Rum, aber ein General, Gimlette, ich habe es mir aufgeschrieben, General Gimlette der Royal Navy, hat das Ganze wohl etabliert, 1879 in etwa. Und innerhalb von einem Jahrzehnt wurde der Gimlet da sehr beliebt, zumindest in der britischen Marine. Manche Geschichten gehen auch darauf zurück, dass Gimlet ja ein Bohrer ist, der Löcher in Fässer macht und mit dem man eben auf See die Fässer ansticht, um an die Flüssigkeit heranzukommen, wie den Cordial. Vermutlich ist, also wahrscheinlicher ist, dass der General Gimlet eben der Namensgeber davon war. Das als kleiner Exkurs. Ich würde sagen, die britische Armee hat ganz schön viel getan für die aktuelle Trinkkultur in unserer mindestens westlichen Welt. Soweit kenne ich mich da ein bisschen aus. Das Tonic Water zum Beispiel wurde aufgrund des Chinins in Indien beispielsweise genutzt, um Malaria vorzubeugen etc. Also die wussten schon ganz genau, was sie trinken und warum sie es tun und wahrscheinlich auch in rauen Mengen. Genau, ein Arzt namens Thomas Henry war das, soweit ich weiß. Thomas Henry, das also zumindest einer der Urgründer, Schweppes und Thomas Henry. Bei Schweppes weiß ich den Namen des Gründers gerade nicht, aber waren so zwei von denen, die wirklich die ersten Rezepte hatten, und Apotheker waren es dann, glaube ich, immer. Ja. Ja, sehr gut, spannend. Tatsächlich kann ich mich noch erinnern auf Englandfahrt in der 9. Klasse. Da waren wir auf der Cutty Sark tatsächlich, nach der ja auch ein Whisky benannt worden ist, ein altes Schiff der britischen Navy sozusagen. Und da wurden die Seemänner und Kombüsenmitarbeiter etc. mit unterschiedlichen Mengen Rum und Bier und allem möglichen versorgt pro Tag. Und das waren unvorstellbare Mengen, die da pro Tag ausgehändigt worden sind. Man kann nur hoffen, dass sie es nicht geschafft haben, alles zu trinken. Wahnsinn. Soweit ich weiß, also ich kann mich gerade nicht genau aufs Jahr festlegen, aber bis ein sehr, sehr spätes Datum war es vorgeschrieben, dass ein Soldat der British Navy, also bis 1980 oder so in der Größenordnung, eine Mindestration an so und so viel Milliliter Rum, dann waren es nur noch Milliliter, nicht mehr Liter, pro Tag zugeschrieben bekommt. Ob das da noch umgesetzt wurde, kann ich gerade nicht sagen, aber es war irgendwie so, ich glaube, eine Tasse war wirklich die Maßeinheit oder so. Rum hat jeder ein Anrecht drauf pro Tag. Wer weiß, ob das genutzt wurde. Da haben wir doch kein Alkoholproblem. Genau, dann doch lieber der Genuss. ich weiß gerade nicht. Ja. An der Stelle, ihr hattet eben einen schönen Americano ja als Cocktail. Vielleicht ein kleiner Hinweis nochmal. Ich habe vom Negroni auch gesprochen. Die gibt es natürlich hier auch als schöne Bottled Drinks bei uns. Gestern wurden wir fast überrannt, was diese Drinks angeht. Hatten zum Glück ein paar vorproduziert. Aber im Prinzip werden wir die euch immer frisch produzieren, was ihr gerade haben wollt. Es gibt dazu eine mittlerweile etwas lang gewordene Liste auf unserem Online-Shop woods.ticket.io. Findet man aber auch über unsere normale Homepage. Und da könnt ihr bestellen oder uns einfach eine E-Mail schreiben, dann habt ihr keine Ticketgebühren, wie ihr mögt. Das Ganze wird immer frisch bearbeitet. Wenn ihr irgendwie einen Lieblingsdrink habt oder eine Lieblingsbasisspirituose für euren Old Fashion oder irgendetwas schon mal probieren wolltet, auch Sonderwünsche sind natürlich immer möglich. Ja, sind bisher noch Fragen aufgetaucht im Chat? Gibt es irgendwas anzumerken? Ich werde das gerade noch mal kurz prüfen, aber ich glaube, wir sind fragenlos aktuell. Sehr schön. Es wird nur angemerkt, dass tatsächlich die Zitronenzeste einen Wahnsinnseinfluss auf den Geschmack des Americanos hat. Und das können wir, wie gesagt, nur bestätigen. Das ist wirklich, also so ein klitzekleines Stückchen Frucht, was noch dazu ist. Kannst du mal kurz zeigen, es ist ja wirklich nicht viel. Aber es macht einen Riesenunterschied. Also es macht einfach ein fantastisches Getränk. Ja, diese Zesten sind wirklich oft das i-Tüpfelchen, weil die Nase nun mal auch mittrinkt und das erste Aroma, was man in der Nase hat, dann nicht auf der Zunge, also ein bisschen falsch ausgedrückt, das erste Aroma liegt nicht auf der Zunge, sondern schon in der Nase fängt der Geschmack an.
Eigentlich mit dem Auge fängt der Geschmack an. Im besten Fall mit dem Ohr, was man so hört, wie die Atmosphäre ist. Bei uns Vogelgezwitscher gerade nicht. Also ich weiß nicht, ob das live ist. Vielleicht ist auch Vogelgezwitscher gleich live oder so. Auf jeden Fall, alle Sinne spielen eine Rolle und die Nase ist damit die wichtigste von. Deswegen ist die Atmosphäre so wichtig und auch diese i-tüpfelchen wie eine einfache Zeste sehr wichtig. Den Gimlet kann man natürlich auch mit einer Limettenzeste passenderweise dekorieren, will ich jetzt gar nicht sagen, weil es ja auch ein Geschmacksgeber ist. Aber ich habe in dem Fall darauf verzichtet, weil wir schon so eine ganz intensive, leicht süße Limettennote eben durch den Cordial mit da drin haben und die Nase das schon mit aufnimmt. Und so, wenn man die Zeste noch draufgelegt hätte, wäre das eher so ein bisschen übertüncht und wir haben diese schöne Kombination aus Süße und Limette und Frische eben durch nur Frische übertüncht und das wollte ich bei dem Gimlet eben vermeiden. Simon, das konntest du gerade nicht mitbekommen, aber über deiner rechten Schulter ist gerade unser Instagram-Counter 1 wieder gestiegen. Aber das klackert die ganze Zeit da. Tatsächlich, aber vielleicht haben zwischendurch Leute das entliked. Nee, tatsächlich, wenn wir noch 2 Stück haben, sind wir bei 1700, was natürlich immer eine schöne Rückmeldung ist, wenn wir euch vor allem hier gar nicht sehen, wie ihr unsere Getränke schnabuliert, wie man so schön sagen kann. Umso schöner, wenn ihr uns dann vielleicht einen Follow, ein Like oder ähnliches dalasst. Ja. Freuen wir uns immer sehr drüber. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir langsam zum dritten Drink. Ihr müsst den jetzt natürlich nicht live mitmixen. Ihr könnt das gleich auch einfach nochmal zurückspulen. Wir haben gleich schon 8 Uhr, deswegen mit der Zeit, aber wir haben ja auch ein bisschen später angefangen. Deswegen, ich hoffe, man verzeiht uns, dass wir ein paar Minuten überziehen werden. Aber ich denke, das ist dann auch so okay. Vielleicht bevor wir zum dritten gehen, noch ein kleiner Ausblick, so was die nächsten Wochen ansteht. Also wie gewohnt kann man jetzt schon sagen, jede Woche Freitag 19 Uhr sind wir für euch da. Dabei haben wir jede Woche ein bisschen anderes Programm. Alle 2 Wochen gibt es eben einen wirklich klassischen Cocktailkurs wie diesen heute. Aber die anderen Wochen haben wir immer was Abwechselndes. Nächste Woche haben wir uns was Tolles überlegt. Auch die Kurse sind schon online, wenn ihr schon mal spicken wollt. Und jetzt werde ich ein bisschen abgelenkt. Ja, yay! Das ging schnell. 1701. Ja, direkt alle auf einmal. Immer sehr cool. Ein bisschen höher springen, als man muss. Ja, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Nächste Woche, genau. Das ist jetzt gerade wichtiger. Genau, richtig. Internet, Simon. Ich rede einfach mal weiter. Mach das. Nein. Nächste Woche haben wir uns was Cooles überlegt. Ich habe mich meinem persönlichen Favoriten Rum ein bisschen angenommen und für euch ein kleines, klitzekleines Blind-Rum-Tasting überlegt, in dem wir dann 3 schöne Rums probieren. Das Ganze wird aber nicht nur eine trockene, nasse Veranstaltung, sag ich mal, sondern wir fangen mit einem schönen Cocktail an, ein klassischer Daiquiri. Probieren dann zusammen 3 Rums, zu denen ich euch was Tolles erzählen werde und euch vor allem diese tolle, wunderbare, vielfältige Spirituose ein bisschen näher bringen werde und schließen das Ganze wieder mit einem Daiquiri ab, aber mit einem anderen Rum. Und mein Ziel, muss ich ehrlich offen sagen, so mein Hintergedanke ist einfach, dass ihr rausgeht aus diesem Kurs, egal ob ihr mitmixt mit einer Box oder eure eigenen Rums zu Hause probiert habt oder einkaufen wart und was Schönes gekauft habt, dass ihr einfach rausgeht und einen Einblick davon habt, wie vielseitig und wie lecker Rum ist und was man damit alles Tolles machen kann und was es für gewaltige Unterschiede machen kann, ob man im Mojito Rum A oder B nimmt, sage ich mal vereinfacht, oder im Daiquiri, der da der, finde ich, herausragendste Cocktail für ist, aber auch in vielen anderen Cocktails. Deswegen nächste Woche Thema Rum, die Woche danach 3 tolle Cocktails wieder und auch dann haben wir noch tolle Sachen vor mit Food Pairing, Gästen, vor Ort vielleicht dann auch und noch ein paar anderen schönen Ideen. Ganz genau, Simon. Wir haben zwar nicht mehr so ganz viel Zeit, aber ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal einen Cocktail, also den letzten, nochmal mitmachen. Wir haben uns natürlich da überlegt, damit ihr auch seht, man muss nicht immer gleich The Full Monty machen, also nicht immer gleich alles aufs Ganze. Gehen der Simon hat mir netterweise jetzt vom nächsten Cocktail, dessen Namen du einmal verraten darfst. Penicillin. Corona-mäßig. Oh ja, ganz genau. Wir achten auf uns und die Gesundheit. Die Hälfte der nötigen Mengen abgefüllt. Ich werde das hier einmal zusammenmixen und schauen, wie viel dann am Ende rauskommt. Aber manchmal reicht ja auch ein kleines bisschen von dem Geschmack. Genau, diesmal mixt Marc nicht alles mit, sondern nur den einen und auch da geht in kleineren Portionen natürlich. Das Einfachste ist immer selber 3-Satz anwenden. Halbieren ist dann die einfachste Lösung davon. Ihr könnt aber auch gerne
gucken, ob vielleicht euch für euch eine etwas süßere oder saurere Variante dann besser passt. Fragt uns einfach gerne nach genaueren Rezepten. Der Penicillin, ein sehr neuer Cocktail wieder. Ihr kennt vielleicht ein bisschen ein Muster. Oft ist ein ganz alter Klassiker, ein sehr leichter, manchmal Klassiker dabei und ein eher neuer Klassiker. Der Penicillin wird tatsächlich als einer dieser New Era Drinks gelistet, ist aus dem Jahr 2005 aus New York vom Milk and Honey, von einem Namen, den ich gerade vergessen habe, mir aber bestimmt aufgeschrieben habe. Sam Ross, ja. Ein sehr toller Barkeeper. Und der hatte einen wunderbaren, tollen Cocktail kreiert, der Scotch als doch eher außergewöhnliche Mixing-Spirituose nochmal ein bisschen in den Vordergrund bringt. Und zwar nicht einfach nur Scotch, sondern eine Mischung aus Scotch, und zwar etwas rauchigem und etwas weniger rauchigem. Das haben wir für euch schon mal vorbereitet, wenn ihr die Box dazu geholt habt. Und zwar in dem Fall nämlich jetzt ein Lowland Ochentoschen Scotch und etwas rauchiges, den Lafroig Quarter Cask in dem Fall. Ich habe jetzt hier im Verhältnis zwei Teile, ein Teile, das Ganze schon mal vorgemischt für euch. Jetzt eskaliert es mit meinem SCH, sorry. Für euch. Und wenn ihr zu Hause nicht mit der Box, sondern mit was anderem mitmixt, würde ich generell sagen, nehmt etwas eher vollmundigeres, vielleicht eher süßeres an Scotch für eine Basis und dann das in zwei Teilen und einen Teil etwas rauchiges, kräftiges. Es gibt durchaus Rezepte, die einfach voll auf Rauchbombe gehen, Torf benutzen da. Es gibt Rezepte, die einen fertigen Blend benutzen. Ihr könnt es auch gar nicht so sehr falsch machen. Nehmt das, was euch gut schmeckt, aber eben diese rauchige Twist-Note geht dem Original deutlich näher und finde ich passt da sehr gut. Außerdem braucht ihr Ingwer-Sirup, habe ich hier schon mal abgefüllt, und Honig. In dem Fall habe ich einen Honig-Sirup genommen, der ein bisschen einfacher zu verarbeiten ist. Ihr könnt natürlich auch fertigen Honig nehmen einfach. Auch da, manche Rezepte gehen mit einem Ingwer-Likör oder Honig-Likör an das Mixen ran, aber beides ist möglich und hier sehr viel einfacher mit diesen Rezepten zu arbeiten. Und zu guter Letzt braucht ihr noch Zitrone. Die habt ihr hoffentlich noch. Ich muss meine jetzt noch pressen. Dazu habe ich hier so ein kleines Hilfsmittel. Moment, ich muss das nur ein bisschen stutzen, damit das auch passt. Und zwar eine sogenannte Mexican Elbow, mit der man wunderbar Zitrusfrüchte pressen kann. Wer das öfter macht, auch das ist eine Anschaffung, die es sicherlich wert ist. Wenn ihr so eine Handsaftpresse habt, wie meine Mutter und meine Oma das haben, probiert das, nimmt das auch gerne. Bei den Zitronen ist das ein bisschen Platzmangel, sag ich mal. Das ist eher für Limetten gedacht, aber es passt so gerade noch. Nehmt mir ein anderes Behältnis und presst das Ganze so herum aus. Bitte nicht, wie man vielleicht denken mag, so reinlegen. Das tut sehr weh in den Augen, erfahrungsgemäß. So. Das Ganze presse ich einmal kräftig aus. Und habe meinen Saft für den Cocktail jetzt gleich fertig. Sollte reichen. Ist sehr unterschiedlich ergiebig, aber 3 cl kriegt man eigentlich aus jeder Zitrone raus. Ich habe den Cocktail jetzt etwas mehr auf der säuerlichen Seite. Es ist tatsächlich nach vielen Rezepten wirklich sehr, sehr süß und hat dann nur 1,5 oder 2 cl Zitronensaft mit drin. Eure Glaswahl, auch hier könnt ihr wieder wie beim ersten Drink einen Tumbler nehmen. Diesmal shaken wir aber und packen natürlich alle Zutaten in den Shaker rein. Ich räume das jetzt mal weg hier. Und das Glas stellen wir frisch daneben. In das Glas könnt ihr gerne jetzt schon mal frisches Eis tun. Der Simon eskaliert. Ja. Ich weiß nicht, was da los ist. Das war bestimmt der Drink vom Friesen. War doch nicht nur Lillet. Das frisches Eis. Marc kriegt ein kleineres Glas, ist ja auch ein kleinerer Drink. Genau. Auch ganz süß eigentlich. Hervorragend. Und weil wir wollen frisches Eis haben, damit der Drink auch da nicht zu sehr verwässert. Und packen jetzt all unsere Zutaten in den Shaker. Und zwar 1,5 cl jeweils vom Sirup. Bei Marc dann die Hälfte einfach. Ich habe da schon mal vorgemessen.
Also 1,5 cl Ingwer-Sirup. Deckel gehen manchmal etwas schwer ab. 1,5 cl Honig. Dann 3 cl Zitronensaft. Bei euch ist das schon vorgemixt. Ihr nehmt einfach 5 cl, also 50 ml vom Scotch. Ich mache das hier noch frisch. Im Verhältnis 2 zu 1. Was da wäre? 1,67. Ich mache vielleicht ein bisschen Augenmaß. Also ich kann vielleicht besser SCH, aber schlechter Mathe. Und das sind schon all meine Zutaten für den Penicillin. Simon, es gibt manchmal Leute, die sagen, man muss zuerst den Alkohol ins Glas machen und dann die ganzen anderen zusammen. Wenn man das mixt, hat das irgendeine Auswirkung? Ich kann es mir kaum vorstellen. Ist das vielleicht aus irgendeinem anderen Grund oder Einbildung? Also im Glas, vielleicht ein kleiner Versprecher, vielleicht auch eine Absicht, im Glas kann das vielleicht einen Unterschied machen. Wir hatten eben beim Americano die Besonderheit, dass wir alle Zutaten direkt zusammengetan haben. Hätten wir das Ganze aber schnell verrühren wollen, hätten wir das Sodawasser noch rausgelassen und so verhindert, dass wir beim Verrühren das Soda eben rausrühren. Hat das jetzt, beim Shaken hat das definitiv keinen Einfluss auf den Cocktail. Es kann allerdings durchaus üblich sein, in der Bar sich eine Routine anzueignen. Man nimmt die Zutat zuerst, dann die, was Hintergründe hat aus wirtschaftlicher Sicht. Man vertut sich doch hin und wieder mal jedes tausendste Mal oder so. Und wenn man dann zuletzt die Spirituose reintut, was meistens das teuerste ist, kann das schon von Vorteil sein, wenn man es dann doch vorher merkt. Und man hat einfach routinierte Abläufe und kann schneller und effizienter viele leckere Cocktails herstellen. Also ich würde sagen, für die Qualität des Drinks beim Shaken keinerlei Einfluss. Alles klar. Danke. Ich hoffe, René sagt jetzt nichts anderes. Aber René, pass auf. So, ich fülle meinen Shaker voll mit Eis und gebe auch Markeis dafür an. Jetzt war ich so im Routinemäßigen, ich kipp Eis rein und jetzt brauche ich neues Eis. Siehst du, das habe ich gemacht, weil das schon so geschmolzen ist. Absolut richtig, natürlich, das war Absicht. So, dann kommt der Deckel drauf und ich würde sagen, wir shaken zusammen. Marc ist ja auch mittlerweile geübt. So etwa 20 Sekunden shaken ist mal eine ganz gute Hausnummer. Oder anders gesagt, wenn es so kalt ist, dass ihr nicht mehr anfassen wollt, noch mal ein bisschen länger. Dann das Barsieb in den Shaker und die Flüssigkeit vom Eis trennen. Auch hier geht natürlich wieder die Variante mit Deckel für den Deckel der Tupperdose oder schräg draufgelegter Marmeladenglasdeckel oder was auch immer ihr da zu Hause habt. Was hier ganz gut passt, wenn ihr dem noch ein i-Tüpfelchen geben wollt übrigens, mir fällt es gerade leider erst ein, sonst hätte ich es auch vorher gemacht, es gibt so schöne kandierte Ingwerstücke, die passen da wunderbar zu, wenn ihr sowas zu Hause habt oder einfach jetzt zuschaut und ein andermal erst mixen wollt. Ich guck mal, dass die für die neuen Boxen noch nachkommen, das ist eine super Idee, die mir leider jetzt einfällt. Hat der halbe auch gepasst? Der halbe hat gepasst, ja, absolut. Dann würde ich sagen, zum Wohl zum auf Wohl. Den dritten Cocktail auf unsere lieben Zuschauer. Genau, richtig. Auf euch, zum Wohl. Schmeckt gesund. Total, als wäre es Medizin. Also Honig, Ingwer, Scotch, also alles für mich. Ja. Und hinten raus so eine leichte Rauchnote noch. Ja, richtig gut. Prost nochmal an euch alle und vielen Dank, dass ihr die ersten 10 Minuten bei uns dabei geblieben seid. Ja. Genau, war etwas verspätet heute. Dann sind wir sogar fast noch pünktlich mit den Cocktails durch. Ich gebe euch aber noch mal 2, 3 Minuten, die ich wie immer ein bisschen erzähle, um Fragen zu stellen. Ich finde, das ist wirklich, wenn man Scotch sonst eher kritisch gegenübersteht oder der nur im Regal verstaubt ist, das mal eine tolle Variante, dieses tolle Produkt eigentlich einem näher zu bringen, was sonst eher nur pur getrunken wird. Zu Recht übrigens, sehr lecker. Es gibt super gute Scotch, die man pur trinken kann, aber Penicillin auch eine tolle, fruchtige Variante so.
Simon, ja. Wie stellt man den Ingwer-Sirup her? Ingwer-Sirup, also der ist tatsächlich jetzt gekauft. Ihr könnt aber auch das Ganze selber herstellen. Und zwar, indem ihr Ingwer am besten sehr, sehr fein schneidet. Im besten Fall auch vorher schält, sonst ist die Farbe ziemlich doof. Aber an sich für den Geschmack gar nicht so schlimm, solange man es gut abwäscht und so. Sehr fein schneidet. Wenn ihr habt, sogar durch eine Saftpresse jagt. Aber das hat wahrscheinlich nicht jeder zu Hause. Und dann erstmal kräftig aufkochen. Dadurch habt ihr einen ganz kräftigen Ingwer-Sud sozusagen, einen sehr kräftigen Ingwer-Tee. Wenn ihr es mit dem Saft gepresst habt, könnt ihr den reinen Saft verwenden. Und dann, wenn ihr es aufgekocht habt mit Wasser, solltet ihr, ich würde mal sagen, so eine Handvoll Ingwer, ich kann es jetzt nicht genau in Gramm sagen, fein geschnitten und so auf 200, 300 Milliliter Wasser in etwa. Wenn es lange kocht, vielleicht auch ein bisschen mehr, damit es nicht zu sehr verkocht. Und dann auch einfach mit Zucker zusammen nochmal frisch aufkochen. Wenn ihr den Saft verwendet habt, kann man den ruhig 3:1, 4:1 mit Wasser verdünnen, weil der wirklich sehr, sehr intensiv ist. Und dann im Verhältnis 2:1 mit Zucker verkochen. Also normal, das war jetzt vielleicht viele Zahlen, Ingwer etwa eine Handvoll nehmen, fein schälen, wenn es geht, und sehr fein schneiden. Und dann einfach 5 bis 10 Minuten lang köcheln lassen mit 300-400 Milliliter Wasser, sage ich mal. Wenn es stark kocht, halt ein bisschen mehr Wasser. Wenn es nur leicht kocht, ein bisschen weniger. Das Wasser, was ihr da rauszieht, am besten mal kurz sieben oder sowas, die 400 Milliliter, könnt ihr dann etwa mit 800 Gramm Zucker zu einem schönen Sirup kochen. Dann habt ihr wunderbar ganz, ganz intensiven Ingwer-Sirup. Sehr gut. Ich glaube, den kann man auch einfach so mal ohne Alkohol benutzen. Auf jeden Fall. Auch sehr gut mit Sprudel aufgegossen und so. Ist ganz feines und gefühlt auch sehr gesund zumindest. Ja. Super, danke dir. Man muss ein bisschen dabei aufpassen, am besten nicht in stark verschlossene Flaschen packen. Ingwer kann tatsächlich gären. Und ich hatte mal die Erfahrung, ich habe das schön in eine Plopflasche gepackt. Hab die aufgemacht und das hat wirklich eine halbe Stunde lang noch gesprudelt. Also fontänenmäßig. Das ist ein zu Hause gären kennenlernen. Ja, Wahnsinn. Ist keine Ängste haben oder so, ne? Aber einfach lieber ein offener Behälter oder leicht geschlossen. Ein bisschen wie Federweißer. Genau. Der muss sich auch noch entwickeln und darf arbeiten. Ja. Cool. Ja. Es hat wieder sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich hoffe, ihr habt fleißig mitgemixt und so. Wie immer freue ich mich über Bilder natürlich. Ich hoffe vor allem, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Wenn jetzt keine Fragen mehr sind, würde ich sagen, ist der offizielle Teil für heute vorbei. Ich habe noch eine Kleinigkeit hinterher. Es gibt noch einen kleinen Bonus-Cocktail. Und zwar hat eine Freundin da Wünsche gehabt. Und zwar machen wir unseren Coffee O'Clock noch einmal zügig hier am Ende hinterher. Soll ich da zwei machen? Ja, auf jeden Fall. Also oder Coffee drei? O'Clock. Bleibt bei zwei, na gut. Und Mats zwar hat, ist das ein... Ja. Mats hat nicht den Kopf geschüttelt, weil er nicht will, sondern weil er wirklich noch Auto fahren muss. Genau. Und zwar ist der Coffee O'Clock eine schöne Variante von dem Espresso Martini aus unserer Karte. Ich mache den jetzt etwas mehr in Schnellvorlauf hier. Wer da irgendwie den nochmal trinken möchte, kann auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn wir hier wieder To-Go-Verkauf machen, das Ganze hier holen. Oder holt euch die Zutaten selber, wir haben da auch nichts gegen. Und zwar braucht man für den Coffee O'Clock auch einen Shaker. Dann 4cl vom Rum 66. Ich wollte ja zwei machen, oder? Ich mache anderthalb. cl Cold Brew. cl von unserem selbstgemachten Cold Brew Likör. Der Cold Brew ist übrigens auch selber gemacht. 5 Tropfen von Walnussbittern. Und 3 Tropfen Salzlösung, beziehungsweise eine Prise, Messerspitze will ich mal sagen, körniges Salz. Das alles sind die Zutaten für den Cocktail. Den Shaker voll mit Eis machen. Ein kleines Cocktailglas bereitstellen. Im besten Fall eine Schale oder ein kleines Weinglas. Kräftig shaken.
und ins Glas geben. Wenn man kräftig genug shakt, hat man hier einen wunderbaren Schaum. Quasi eine Crema. Kommt tatsächlich vom Kaffee. Und als i-Tüpfelchen kommt auch hier nochmal unsere Zeste ins Spiel. Allerdings kommt die diesmal nicht ins Glas, sondern wir drücken nur einmal über dem Glas aus. Das reicht schon an Aroma hier. Du streichst dann einmal am Glasrand entlang, aus welchem Grund? Weil sich am Rand jetzt hier ein paar der Öle quasi kleben bleiben. Wenn du das Glas jetzt zur Nase führst, hast du genau diese Öle in der Nase. Manchmal macht man das auch nochmal am Stiel, weil da wird das Glas angepackt. Im besten Fall, manchmal macht man das auch so. Und wenn man das Glas dann wieder absetzt, sich die Nase schnolzt oder was auch immer, riecht man quasi diese Öle auch, die ich gerade ganz intensiv natürlich vom Halten der Zitronenzeste in der Hand habe. Und das ist unser Coffee O'Clock. Damit liebe Grüße an Pauli und Nico und würde ich sagen. Und ich hoffe, ihr könnt die Drinks genießen. Und auch jetzt nochmal ein allerletztes Mal auf Wiedersehen, würde ich sagen. Und einen schönen Abend euch allen noch. Wir sehen uns nächste Woche im Wurz wieder. Prosit. Cheers. Danke, Simon. Cheers. Thank you.